Peter und Bettina waren jetzt auch nicht böse, dass sie kein Zelt aufbauen haben müssen, sondern im Hotel schlafen. Ach, Bettina ist auch wieder. Ja. Schön. Hat dein Mann seine Uniform auch, ne? Nee. Ich würde das nicht tun. Warum ist mit Ludwig? Das Pferd ist weg und ja, das Pferd ist weg. Kaputt? Bei Turnier oder so? Beim Übermut. Er hat ein Pferd ausprobiert, wo man ihm sagt, er soll nicht aufsteigen. Ja, ja. Er müsste gucken. Ja, ja. Es geht wieder los. Viele haben gebangt, ob es passiert, aber die Zeit hat uns recht gegeben. Wir können wieder reiten und das auch in der Öffentlichkeit und mit viel Publikum. Also, alle, die da an diesem Turnier beteiligt sind, danke ich erstmal, dass Sie hier sind und dass Sie dann alle eben ein bisschen mit aufpasst, dass wir so die Vorschriften, die im Moment bestehen, einhalten. Es wird dieses Jahr keinen Händeschlag geben, aber wir machen die Schleifen ans Pferd. Es gibt einen Siegpokal, den werden wir auch mit zur Siegerehrung bringen. Kann dann im Nachgang in der Meldestelle abgeholt werden, zur Vollständigkeit. Ansonsten bitten wir immer die ersten drei der Prüfung nach der Siegerrunde, die durchs Wasser geht, bei dem großen Thüringeti-Schild einmal Aufstellung zu nehmen für ein Foto. Im Anschluss an die Siegerehrung der Eignung folgt auch noch die Siegerehrung der vierjährigen thüringsächsischen Geländepferdeschampion. Des thüringsächsischen Geländepferdeschampion. Gratulieren darfst du dich. Die Galido geht, Tochter mit 8,5. Ganz, ganz tolle Sache, fährt mit ganz viel Zukunft. Auf geht's, deine Ehrenrunde. Auf geht's. Ja.
Österreich kann, wo kann man übernachten? Wir gehen mal kurz hier raus zur Nelly, gell? Und sonst? Und sonst kommt Käse da, weißt du? Da weiß ich schon nicht, was du sagen. Das hört sich alles sehr gut an, ist auch für Getty und ja. Steger am Rand als richtender Prüfer und Heinz Blei als Veranstalter. Hanna unterstützt. Wir rufen die Siegerin nach vorne. Alina Tatzer mit einer hervorragenden 8,5. Dem fünften Platz Allegretto mit Lentrott, Julia Marie und einer 7,3. Bravo! In Krawinkel ist es Tradition, die Siegerehrungen gehen durchs Wasser. Wir bitten alle Platzierten nach der Siegerrunde noch einmal zum Thüringeti-Tor für das Foto. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch an die Siegerinnen und den Platzierten und auf geht's zur Ehrenrunde. Inna 8,5. Herr Raimund Jomelka, der diese Prüfung, bitte ein bisschen leise klatschen, wir haben da oben die L. Also wir verzichten diesmal auf den Applaus und wollen die nicht stören. Danach könnt ihr toben, mit fertig sind. Auf dem dritten Platz Amelie Deckert und Kopp Badina. Kommt noch einmal die Grüne. In die Schultern zurück, setz dich ordentlich hin. So. Daraus folgend die Flora Heckers, ist sie da? Sag einfach ganz laut ja. Und lach, da freut sich der Raimund.
Dann zweimal Neunter, die Lin-Marie Gunzenhäuser auf Wiesenguts Tamika 7,8. Und nochmals Neunter, Maida Sky Cyber 7,8. Die beiden. So, dann kommt ihr noch einmal bitte zu. Das ist auch richtig, Mann. Herr Kapellmeister, bitte Musik. Die Programmnummer 53, Galatin, vorgestellt. Das ist ja Lohn. Ja, der ist brav. Naja, da wäre er nicht so brav. Und auf dem vierten Platz kommt Landfriede CHC, vorgestellt von Christina Ehrlich und einer Wertnote von 6,5. Danke. 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 Danke